Sandflies Rückgang ist das Sandfly, das zurückgegangen ist. Er tritt auf, wenn sich das Sandfleisch um ihre Zähne herum abschnutzt und das Sandfleisch nach hinten zurücktritt. Dadurch wird eine rostige Oberfläche ihres Zahnes freigelegt, was zu Problemen wie Bakterienbildung und Zahnschmerzen und Empfindlichkeit führen kann. Die gute Nachricht ist, dass es ein natürliches Heilmittel gibt, mit dem ihr Zahnfleischrückgang in nur wenigen Wochen wieder wachsen kann. Sie können es mit einigen natürlichen Zutaten vollständig zu Hause machen. Hier ist, was Sie tun müssen. Zuerst müssen Sie Kurkuma-Pulver zubereiten. Kurkuma eignet sich hervorragend zur Bekämpfung von Entzündungen und Infektionen und ist damit die perfekte Therapie bei Zahnfleischerkrankungen. Es hat Plaque, Bakterien und Entzündungen vergleichsweise gut zu entfernen, um Zahnfleischrückgang zu verhindern. Sie sollten Ihre Ernährung mehr Kurkuma hinzufügen oder direkt auf Ihre Zähne und Ihre Zahnfleisch auftragen, wenn Sie Parodontalprobleme haben. Kurkuma hilft, Schwellungen, Schmerzen und Entzündungen Ihres Zahnfleisch zu reduzieren. Nehmen Sie nun eine kleine Süße und geben Sie einen Teelöffel Kurkuma hinein. Ein nächstes müssen Sie Saat vorbereiten. Saat ist nicht nur Ihr Gewürz. Saat ist vollgepackt mit antibakteriellen Eigenschaften, die für die Linderung von Zahnfleischentzündungen unerlässlich sind. Die meisten Zahnärzte empfehlen ihren Patienten, ihren Mund mit einer Zahnwasserspülung zu spülen, um sich nach einer Zahnextraktion schnell zu erholen. Auch bei Zahnfleischrückgang kann Saat eine große Hilfe sein. Saat entfernt Bakterien und Speisereste und verhindert, dass sich Fleischrückgang verschlimmert. Es ist gern eine natürliche Flogelquelle, die gut für Zähne und Zahnfleisch ist. Gib einen halben Teelöffel Saat in eine Süße mit Kurkuma. Schließlich müssen Sie Zahnöl vorbereiten. Zahnöl stärkt das Zahnfleisch und erleichtert die Entfernung von Plaque. Plaque wird im Allgemeinen durch Bakterien gebildet, die von Fettmembranen umgeben sind. Zahnöl kann helfen, die fettlösenden Bakterien zu lösen und Zahnfleischerkrankungen sehr schnell zu heilen. Es enthält auch schmerzlindernde Eigenschaften und ist antimikrobieller und antibakterieller. Einen halben Teelöffel Zahnöl in die Süße geben. Rühren Sie gut um, bis Sie eine dichte Paste erhalten, die Sie mit den Fingern oder einer weißen Bürste auf Ihre Zähne auftragen können. Massieren Sie diese Mischung nun mit dem Zeigefinger auf Ihre Zahnfleisch und Ihre Zähne. Es war 2 Minuten einmassieren und den Mund für einige Minuten schließen, bevor Sie ihn mit warmem Wasser abspülen. Sie sollten dieses Mittel 2-mal täglich anwenden. Es lindert die Symptome von Gingivitis und Parodontitis. Sie sollten auf ein paar im Jahr zum Zahnarzt gehen, um Ihr Zahnfleisch und Ihre Zähne zu überprüfen.